Alicia. Sehr schön. Tag Mainz. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich irgendwann mal in ein Zelt auftrete. Also normalerweise, wenn ich irgendwo hingeschickt werde, ist ein Puff um die Ecke. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich sonst auftrete. Da gehst du dann raus nach den Shows und da stehen ja die ganzen Prostitutanten rum und kommen dann an so, na Lena, hast du Lust? Und ich so, nee, du? Deswegen ist das hier schon mal ein bisschen entspannter, oder? Da fällt mir eine Geschichte ein, wann war das? Letztes Jahr am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus. Da kommt mein Neffe auf mich zu, ne? Und fragt mich, warum kriegen wir eigentlich Süßigkeiten zu Nikolaus? Ich so, hä, was ist mit dir falsch? Friss die Scheiße. Und ich wusste die Antwort nicht. Und sein Vater hat mich böse angeguckt. Und deswegen habe ich dann ein bisschen recherchiert. Und es gab ja wirklich mal Nikolaus, ne? Bischof von Myra, im Byzantinischen Reich. Hat so einen langen Bart gehabt, hat lange Klamotten getragen, ist so einen Coca-Cola-Truck gefahren. Und der hörte von einem Typen, der Schulden hatte. Und der Typ, der Schulden hatte, der hatte drei Töchter. Und hat die Idee gehabt, seine drei Töchter in die Prostitution zu schicken, um so seine Schulden zu bezahlen. Und das hat der Nikolaus gehört. Und hat gesagt so, nein, 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 nein. Ho, ho, ho. Ja? Daher kommt es. Und hat dann Geld gesammelt, ne? Hat einen Sack getan, ist zu dem Typen gegangen, hat das Geld durchs Fenster geworfen, hat den Typen die Schulden bezahlt, sodass seine drei Töchter nicht in die Prostitution müssen. Und daraufhin hat meinem Neffen gesagt, damit du keine Nutte wirst. Ja, und dann muss den Kindern die Wahrheit sagen. Ja? Aber mein Neffe, der wohnt eben in Berlin im Prenzlauer Berg, die wohnt da hinter laktosefreien Fenstern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das letzte Kind über die Straße gelaufen hat, die sagt, deine Mutti stinkt nach Tofu. Und ich so, wow, Ghetto. Ja, also Berlin hat sich ein bisschen verändert. Ja, also das ist nicht mehr ganz so, was das noch vor vielleicht 20 Jahren oder so war. Das ist ja jeder Künstler. Ne? Da gehst du irgendwo in eine Kneipe, willst ein Bier bestellen, da sagt der Kellner, ah, ich male eigentlich. Ich so, schön für dich, gib mir einfach das Avocado-Craft-Bier. Es ist anders. Es ist echt anders. Und viele kommen ja nach Berlin und sagen, oh, Berlin ist so tolerant und so toll. Du kannst da machen, was du willst. Nee, sind wir nicht. Geht uns einfach am Arsch vorbei. In Berlin, da kann Brad Pitt an dir vorbeilaufen. Da sagst du als Berliner, jupp, ich kann auch Filme machen. Ne, ist halt. Aber das Schöne ist, in Berlin kannst du ja immer noch ein Mädel beeindrucken, indem du sagst, hey, ich hab einen Job. Ich hab das mal in Hamburg probiert. Ich hab das mal in Hamburg probiert und ich so, hä, ich hab einen Job. Und die so, du arbeitest? Idiot. Nee, und ich hab einen Job, ich mache das seit 15 Jahren jetzt. Ich arbeite als Stadtführer in Berlin. Man kann auch Stadtführer sagen oder Tourguide oder Guide, aber bitte nicht einfach Herr Führer. Das kommt immer ein bisschen. Ich hatte letztens so eine Gruppe Österreicher und die sind so hinter mir hermarschiert und das sah total dumm aus, weil es war eine Segway-Tour. Und die schreien so quer über den Platz, Herr Führer, wir haben eine Frage. Ich so, hör auf! Ich hab mich dann rasiert und dann war das okay. Viele kommen mit dem Konzept noch nicht ganz klar. So, Stadtführer? Ist das Ihr richtiger Beruf? Ich so, nee, ich bin Neurochirurg. Ich operiere Hirne an der Charité und dann laber ich über die Schichte für 5 Stunden. Folgt dem Schirm. Hm. Ihr kennt die Leute. Es ist so. Ich meine, ich verstehe es, wenn du in Urlaub fährst und entspannst, ne? Aber dann gibt es so Leute, die laufen auf dem Fahrradweg, du klingelst und dann gucken die nach oben. In welchem Land klingelt denn von oben? Ist das katholisch oder so? Ist hier auch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, hör bloß auf. Und ja, aber ganz speziell sind immer Amis. Wenn Amis nach Berlin kommen, die schalten ja komplett aus. Standardfrage von Amis in Berlin ist immer, warum sind die Ostberliner nicht einfach um die Mauer rumgelaufen? Jetzt, wo du sagst, sind wir nicht drauf gekommen. Danke. Sag's nicht den Mexikanern. Mhm. Oder letztens. Oder es kommt immer die Frage auch von Amis, warum hat Hitler seinen Bunker so nah an die Berliner Mauer gebaut? War das nicht gefährlich für ihn? Ja. Und letztens hatte ich so ein Pärchen aus Oklahoma. Oklahoma ist so der Thüringen der USA. Und 4 Stunden Privattour mit dem Fahrrad, was schon mal sehr überraschend war. Aber nach 10 Minuten kam der erste Stop und die erste Frage, excuse me, Sir, warum ist hier jeder so dünn und keiner trägt eine Waffe? Ja. Evolution. Tour vorbei. Und, aber anders, war jemand von euch schon mal in den Staaten? Jemand in den USA gewesen?
Ja, kennt ihr auch diese Estan-Meldung, oder? Die haben ja so einen Fragebogen, um Terrorismus zu verhindern. Und diesen Fragebogen gab es früher noch im Flugzeug, kurz vor der Landung, was echt ein muted Timing ist, um dann nochmal zu fragen, ob ein Terrorist an Bord ist. Hab ich mir gedacht, sie fragen nie. Und deswegen machen die jetzt ein paar Wochen vorher im Internet. Und die erste Frage, diese Fragebogen ist, sind Sie ein Terrorist? Ja oder nein? Sind Sie stark drogenabhängig? Ja oder nein? Vielleicht. Dritte Frage war, haben Sie schon einmal einen Amerikaner oder eine Amerikanerin entführt? Ich meine, wer macht da überall? Ja. Mal gucken. Wer hat sich denn überlegt? Hey John, ich habe eine super Idee, um Terrorismus zu verhindern. Wir fragen die. Super. Kriegen Amis eigentlich auch Fragen, wenn sie ihr Land verlassen? Wissen Sie, wohin Sie fliegen? Ja oder nein? Wissen Sie, welchen Kontinent Sie besuchen? Ja oder nein? Wissen Sie, was ein Kontinent ist? Das wäre nur fair. Aber... Aber... Deutsche Touris sind ja nicht viel besser. Deutsche Touris kommen nach Berlin und fragen dann, wie hoch ist das Brandenburger Tor? Wen interessiert's? Google den Scheiß. Da sagst du 23,6 Meter und die sagen, aha. Was, jetzt schreibst du auf die Postkarte ruf oder was? Schatz, ich bin in Berlin. Das Brandenburger Tor ist 23,6 Meter hoch. Küsse Günther. Wann genau wurde es gebaut? Mittwoch. Was ist das für eine Baustelle? Ist keine Baustelle, ist eine Performance. Wir möchten ja nur die Maschinen zeigen, die wir bräuchten, um den Flughafen zu beenden. Ah, ja. Diesen Witz kann ich noch sehr lange machen. Keiner weiß, wie lange, aber sehr lange. Aber es gibt schon gibt noch Tage, wo ich keinen Bock habe. Ne? Ganz klar, wenn du draußen arbeiten musst, bei Kackwetter, wenn es nieselt, irgendwie 7 Grad, dann möchte ich einfach zu Hause auf der Couch bleiben. Und eine Doku gucken, ein Käffchen trinken, was auch immer. Aber ich muss dann raus und ich muss dann so einen Einwegponcho tragen. Ich sehe dann aus wie so ein laufendes, kaputtes Kondom. Und ich habe keinen Bock. Ich stehe am Brandenburger Tor, warte auf die Gruppe. Ne? Und dann kommt die Gruppe um die Ecke und sieht mich. Und ich, ah, der Vogel ist da. Und die Gruppe kommt immer näher. Ich so, oh nein, Belgier. Und ich habe dann so eine Fantasie, ist keine Fantasie, ich habe einfach keinen Bock. Ne, wir sind irgendwie am Reichstag oder so und ich denke mir so, pff, nee, heute nicht, ne, geh einfach dran vorbei. Und dann die ganze Gruppe hinter mir so, aber ist das nicht der? Nö. Das ist ein altes Haus, komm. Ältere Berliner sind auch immer geil. Ältere Berliner müssen immer ihren Senf dazu abgeben. Ich hatte letztens so eine Dame aus Erkner, ist am Rand der Stadt, die kommt nur alle 10 Jahre in die Innenstadt, weil so fährt bei uns die S-Bahn. Und mitten in der Tour kommt die an und sagt, junger Mann, Sie haben aber vergessen, hier war früher mal ein Bäcker. Sagen Sie es auf der nächsten Tour, hier war früher mal ein Bäcker. Und ich so, okay. Und die nächste Gruppe, die ich hatte, war eine Gruppe aus Japan. Und wir laufen lang und ich dann so, hier war früher mal ein Bäcker. Und die ganze Gruppe so, oh! Echt jetzt? Ist wirklich manchmal. Teenager ist eine ganz andere Geschichte. Wenn ihr Teenager sind, die haben, letztes Jahr war da arschkalt Ostern, dann war irgendwie minus 10 Grad und der Junge war eine Familie und der Junge war 14 oder so, eine Hochwasserhose, ein T-Shirt und ein Blüschen bei minus 10 Grad. 3 Stunden lang. Vielleicht findet mich ja eine geil. Was denken sich da die Eltern? Ach, soll er sterben? Ich hab noch Träume. Ja? Und wirklich, die Königsdisziplin ist, wenn du eine Schulklasse hast, wenn du 20 von den Belgern hast, ne? Die erste Frage bei einer Schulklasse, werden sie jetzt die ganze Zeit labern? So, nee, ihr habt eine 3-stündige Pantomime durchgebucht? Eine Mauertour. Und da war so eine Schulklasse, die waren irgendwie aus dem Südwesten von Deutschland, also da, wo der Lehrer alle Namen kennt von Kindern, weil es sind, glaube ich, seine. Und ist hier schon Südwesten? Okay. Pech. Und wir laufen lang und nach 10 Minuten setze ich diese 15-Jährige auf den nassen, kalten Boden und ich sage, ey, mach das nicht, da kriegst du auch Hämorrhoiden. Dann guckt die mich an und sagt, Hämorrhoiden, ist das nicht ein Sternbild? Ja, klar. Die Asteroiden, die Hämorrhoiden, die großen und die kleinen Chlamydien. An denen haben sich früher Seeleute orientiert. Vom Sternzeichen war sie Syphilis. Ne?
besondere Eigenschaft, das juckt. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Das heißt, ich mag ja die Geschichte von Berlin, weil die ist nicht so lang und ist praktisch als Stadtführer. Ja, ist nicht so wie in Rom oder so, wo man sagt, ah, hier in Rom hat vor 2000 Jahren Cäsar einen Salat erfunden. Und ist einfach ein bisschen kürzer. Und Berliner Geschichte hat echt blöd angefangen. Und ich versuche immer zu erklären, warum bei uns auch einiges nicht funktioniert. Weil wie Berlin angefangen hat, war ein bisschen blöd. Weil vor 1000 Jahren war das alles tiefster Sumpf. Da wollte auch kein Schwein wohnen. Rund um den Sumpf gab es eine Menge slawischer Siedlungen. Stadtteile, die mit OW, AU oder ICK enden. Wie Spandau, Köpenick, Teltow, Pankow und so weiter. Ne? Und im Zentrum Sumpf. Wer will da wohnen? Die Deutschen. Dann, oh, ist das ein schöner Sumpf. Komm, wir bleiben hier. Und gründen einen kleinen Fischerort namens Köln. C-Ö-L-L-N geschrieben, hat nichts mit dem Kölner am Rhein zu tun, kommt von dem alten indoeuropäischen Wort Kollen und bedeutet trockener Hügel im Sumpfgebiet. Das gleiche, ja, ist gut. Das gleiche Wort gibt es auch im Französischen oder Italienischen, Colin oder Colina. Könnt ihr euch an den Schiedsrichter erinnern, Pierluigi Colina? Der Glaskopf mit den großen Augen, den sein Name bedeutet kleines trockenes Hügelchen. Wie passend, oder? Jedenfalls ein paar Jahre später kommen noch mehr Deutsche hin und sagen, oh, ist das ein schöner Sumpf, wir wollen hier auch wohnen. Ne? Und gründen genau gegenüber, wo heute Nikolaiviertel ist, gründen sie eine Stadt, haben aber keinen Namen dafür. Also fragen sie die Slawen, Mensch, wie nennt ihr die tolle Ecke? Und die sagen, wir nennen das Berl, B-R-L geschrieben, ist das altwestslawische Wort für Sumpf. Also Berlin bedeutet Sumpf. Ist der beschissenste Ort für eine Großstadt. Deswegen können wir da auch nicht groß bauen. Deswegen ist unterm Fernsehturm die doppelte Masse vom Fernsehturm, sonst wäre er damals umgefallen und wir hätten Fahrstuhl im Westen gehabt. Ne? Das macht Sinn. Es gibt auch komische Ecken, wie zum Beispiel, die zeigen muss, was total doof ist. Zum Beispiel, kennt ihr Checkpoint Charlie in Berlin? Wenn ihr erstmal da warst, stehst du auch da und denkst, ja, ist eine Kreuzung. Das ist total dusselig. Da stehen zwei Idioten in Uniform, für 3 Euro kannst du ein Foto machen, für 10 Euro machen die mehr. Und ist wirklich wahr, die Typen am Checkpoint Charlie kannst du als Stripper mieten. Ist ja, ich kann es ja verstehen, wenn da so ein G.I. Joe, so ein amerikanischer Soldat ankommt und sagt, hey Baby, ich werde für dich strippen. Okay. Aber daneben steht so ein NVA-Soldat. Hallo. Ich bin Ihr Stripper. Wollen Sie vielleicht an meinen Kofferraum? Ja? Ich will da keiner sehen. Und ich stehe am Checkpoint Charlie und denke immer so, boah, da wurde noch eine Szene von James Bond Octopussy gedreht in den 80er Jahren mit Roger Moore. Warum gibt es keinen deutschen James Bond? Warum haben wir nur Tatort und Polizeiruf? Also ein deutscher James Bond. Gut, der Film würde Octomuschi heißen, was ein bisschen komisch wäre, aber denk mal drüber nach. Wolfgang Bond. Im Auftrag der Mutti. Wäre ein Kurzfilm, weil wir Deutschen sind ja sehr effizient. Was ist meine Mission? Bring die um. Peng, peng. Ah. Wolfgang Bond. Und er bräuchte natürlich für den echten James Bond, bräuchte er die Lizenz zum Töten. Und ihr wisst alle, wie schwer es ist, eine Lizenz zu bekommen in Deutschland. Du musst erstmal zum Amt. Und Wolfgang Bond geht erstmal zum Tötungsamt. Reinickendorf. Hallo, ich krieg eine Lizenz zum Töten. Ja, waren Sie schon beim TÜV? Also, okay. Ganze dauert ein halbes Jahr, da kriegt die Lizenz zum Töten, die nach 2 Wochen wieder abläuft, deswegen ist so ein Kurzfilm. Und dann braucht er eine geile Karre und hat in Deutschland eine super Auswahl. Mercedes, Porsche, Opel. Vielleicht nicht Opel, da wäre der Bösewicht Jürgen Klopp, der Beißer. Und braucht jetzt so Gadgets in dem Auto, ne? Wie der echte James Bond. Ne? Und hinter ihm ist ein Bösewicht, so ein Hipster mit einem Fixierad, was er schiebt, weil er es nicht fahren kann. Ist ein Insider. Und dann drückt er auf den Knopf und Öl kommt raus und der Typ hinter ihm rutscht aus, knallt mit dem Kopf auf den Boden, tot und ja, hahaha, Wolfgang Bond. Und die sagen natürlich, nein, aus deutschen Autos kommt kein Öl. Sonst wären wir nicht Exportweltmeister. Kann ich da vielleicht so einen Katapultsitz haben, wenn der Gegner neben mir sitzt, drücke ich auf den Knopf, fliegt da oben, runter, tot. Nein, die Sitze bleiben da, wo sie sind. Wenn sie einen VW nehmen, dann stirbt jeder hinter ihnen. VW-Fahrer. Denk mal drüber nach, über so einen ostdeutschen James Bond. So einen sächsischen Bond. Ronny Bond. Ronny Bond ist ein bisschen dünner, geht zur Stasi. Hallo. Ich hätte gerne die Lizenz zum Töten. Sie müssen gar nicht töten. Wieso? Was ist denn meine Mission? Nur einfach Nachbarn ausspionieren. Oh, das können wir da alle. Kriegst du ein Auto? Na klar, kriegst du ein Trabi. Oh, super. Kann ich da so ein paar Gadgets drin haben, sodass da Öl rauskommt? Keine Sorge. Die ganze Zeit. Kann ich vielleicht noch so einen Katapultsitz haben, wenn der Gegner neben mir sitzt, drückst du auf den Knopf, fliegt nach oben, runter, tot. Dann werden sie schneller als 80 km/h fahren. Kommen alle Sitze raus. Wäre doch ein Hammerfilm, oder? Ronny Bond.
im Auftrag des ersten Generalsekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik und Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Oder? Gesponsert von Franz Josef Strauß. Ja. Ja, so eine Gedanken habe ich einfach manchmal. Aber gibt auch Sachen, die ein bisschen stören. Habt ihr auch so große Sportveranstaltungen in Mainz? So? Mainz, Sport, einmal Rennen, Marathon oder sowas? Ich finde, Marathon ist so ziemlich der dümmste Sport der Welt, oder? Also echt, in Berlin ist alles dicht. Und ich finde, Marathon sollte man nicht rennen. Weil das Grundprinzip von Marathonrennen ist, dass du stirbst. Ihr kennt alle die Originalgeschichte. Ne? Die Griechen gewinnen die Schlacht gegen die Perser. Ein Typ wird losgeschickt, Philippides, der rennt im Original 240 Kilometer, was über die Jahrhunderte wie 42 klingt. Rennt die ganze Scheiße ab, kommt in Athen an und sagt, wir haben gewonnen und stirbt. Und die sagen, ja, danke. Hättest gar nicht so rennen müssen, du Trottel. Wir haben da gewonnen. Idiot. Und 2000 Jahre später kommt ein Franzose auf die Idee, oh, wir machen einen Sport daraus. Jacqueline, meine Frau, ich werde die Marathon rennen. Nein, Antoine, renn nicht die Marathon, du könntest sterben, du kennst die L'Histoire. Ah oui, ich weiß. Vielleicht ist das die letzte Chance zu küssen mit Zunge. Geschichte. Und so wurde Marathon olympisch. Und Marathon rennen meistens so Männer ab 60. Die sagen, ich werde ewig leben. Die holen sich dann die engste Radlerhose der Welt, damit man jede Falte vom Hodensack sehen kann. Holen sich so eine Smartwatch, wo drauf steht, sie haben Puls. Ja, kann ich ja weitermachen. Kriegen dann extra große Nummern auf Brust und Rücken, damit man die später besser identifizieren kann. Da kommt immer so ein Argument von Marathonläufern. Ja, ab Kilometer 30 hat man so Glücksgefühle, hat man so ein Runner's High. Ja klar, weil dein Körper alles ausschüttet, damit das Sterben nicht so schlimm wird. Und dann rennen 50.000 Leute rennen damit. Ne? Das wird doch beim RBB übertragen. Und ich stehe da am Straßenrand noch die Leute und feuern noch an. So, ja, stirb. Das Wohnungsproblem wäre gelöst. 50, das wird übertragen und die zeigen in die ersten 1000, die ganzen Profis, die nach 2 Stunden durch sind, sagen, ah, morgen renne ich noch einen in London oder so. Ne? Und die zeigen nicht die anderen 30.000 sterbenden Leute. Da fährt kein Ü-Wagen entlang und sagt, na? Und er so, töte mich. Und am Ende vom Marathon, es wird auch nie gezeigt, sind 10 Busse voller Krankenschwestern und graumelierten Ärzten, die wie Äffchen aus dem Bus raushängen und hinterherfahren und sagen, bist du dir sicher? Deine Smartwatch macht gerade Bii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 i
durch den Ministerrat und suchte gerade die Muckefuckmaschine. Das waren die 80er. Und er kommt rein und sagt, hallo. Und er sagt, okay, du bist es. Und so wurde Egon Krenz Chef der DDR. Nur, damit ihr es wisst. Und die merkten natürlich, die Kacke war am Dampfen. Ne? Überall gingen Leute auf die Straße. Ne? Anfang November standen knapp 2 Millionen Leute am Alexanderplatz. Also war richtig was los. Und am 8. November entscheiden sie sich, eine internationale Pressekonferenz zu machen für den 9. November. Ne? Die zweite internationale Pressekonferenz der DDR und die letzte. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar. Ihr kennt alle die erste internationale Pressekonferenz der DDR? Klar, 6 Wochen vor Mauerbau. Ne? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 6 Wochen später war das Scheißding da und alle waren so, ich glaube, der hat geflunkert. Ne? Deswegen hat man sich für die nächste einfach mal 28 Jahre Zeit gelassen. Und jetzt brauchte man für diese Pressekonferenz auch einen Profi. Man hat auch einen Profi gefunden. SED-Bezirksleiter von Ost-Berlin, ausgebildeter Journalist Günter Schabowski. Unter Historikern bekannt als The Big Schabowski. Man geht am 8. November zu ihm hin und er liegt gerade in der Badewanne mit einem Spliff. Also, ihr wisst. Und sagt so, ey, Schabowski, kannst du morgen von 18 bis 19 Uhr die Pressekonferenz leiten? Und er sagt, ja klar, kein Problem. Aber der Ministerrat ist noch nervös und sagt, ah, was machen wir, wenn er jetzt Scheiße baut? Ne? Wir müssen ihn noch vorbereiten, was für Fragen kommen könnten. Ihr sagt, getan. Ne? Nächster Morgen, vormittags im Staatsratsgebäude, Ministerrat, Politbüro, ZK, alle sind da. Ein Mann fehlt. Schabowski. Er geht nicht ans Telefon. Er geht noch nicht ans Handy, weil er keins hat. Handys waren damals 2 Meter groß und du konntest reingehen. Und dort wird ein Zettel geschrieben, der später bei der offiziellen Pressekonferenz gewisses Gewicht hat. Ne? Es ist kurz vor 18 Uhr. Der Pressesaal ist gerammelt voll. Journalisten aus der ganzen Welt sind da, wollen wissen, was ist hier los. Gerade eben standen 2 Millionen Leute am Alexanderplatz. Also berechtigt. Ne? Gibt einen langen Tisch. Rechts sitzen 2 Requisiten, links sitzen eine Requisite und in der Mitte ist noch Platz für Schabowski. Und der kommt zu spät. Der kommt kurz nach 18 Uhr rein, sieht die ganzen Kameras und denkt sich, ach du Scheiße. Ne? Also war's denn heute früh? Ich hab gekifft. Und von hinten kommt ein Mann vom Ministerrat rein und sagt, Junge, liest es dir nochmal durch, am Ende der Pressekonferenz musst du darauf nochmal eingehen. Schabowski nimmt den Zettel und sagt, ja, ja, mach ich später. Packt sich einen Ordner rein, guckt sich den Zettel gar nicht an. Pressekonferenz beginnt. Ist todlangweilig. Es geht um Statistiken, Exporte. Die Hälfte der Journalisten ist draußen, raucht eine, trinkt ein Käffchen. Kurz vor Ende der Pressekonferenz verlassen 4 Journalisten den Raum und sagen sich, das ist uns zu doof. Wir gehen zurück nach Charlottenburg, sehen uns, gehen uns in die Hotellobby. Holen ein schönes Glas Whisky, machen einen tollen Abend. Diese 4 Journalisten sind nächsten Tag arbeitslos. Sie haben die wichtigste Pressekonferenz ihres Lebens verpasst. Es ist 18:52. Schabowski hat noch 8 Minuten, dann kann er aufstehen und gehen. Guckt mal fragend in die Menge und dummerweise sitzt vorne rechts ein kleiner italienischer Journalist namens Riccardo Ehrmann von der Nachrichtenagentur Ansa aus Rom, der schon seit 8 Jahren mit ein paar Unterbrechungen in der DDR lebt. Und der steht auf und fragt, Herr Schabowski, wird man auf die Forderungen der Demonstranten eingehen? Berechtigte Frage. Schabowski hat keine Ahnung. Guckt seine Kollegen rechts und links neben ihm an und die sagen bloß, du leitest die Pressekonferenz, jetzt schaffst du die alleine. Keiner hilft ihm. Riccardo Ehrmann fragt dann mal, können Sie bitte meine Frage mal antworten? Und Schabowski denkt, oh, ich habe da gerade diesen Zettel bekommen, kurz vor der Pressekonferenz. Holt den raus und liest einmal laut vor. Heute am 9. November 1989 hat der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik entschieden, dass Privatreisen nach dem Ausland ohne große Gründe oder Verwandtschaftsanlässe erlaubt sind. Ungefähr in dem Wortlaut. Und alle so, was? Können Sie das doch mal wiederholen? Schabowski holt den Zettel nochmal raus, liest doch mal laut vor. Raunen geht durch die Menge. Was hat er gerade gesagt? Leute, lassen Kaffee, Kippe fallen. Was hat er gesagt? Riccardo Ehrmann schaltet ziemlich schnell und fragt sofort, gilt das auch für West-Berlin? Schabowski hat keine Ahnung. Überlegt kurz, West-Berlin ist BRD, BRD ist Ausland. Ja, laut meiner Kenntnis ja. Also, was? Dann schnappt sich Tom Broker von NBC das Mikrofon und stellt die allentscheidende Frage. Herr Schabowski, ab wann tritt das in Kraft? Frieren wir kurz die Situation ein. Schabowski hat mehrere Möglichkeiten. Er kann sagen, morgen, übermorgen. Ich sag's euch bei der nächsten internationalen Pressekonferenz der DDR in 28 Jahren. Aber Schabowski möchte vor der Weltpresse nicht blöd dastehen. Ne? Guckt nochmal auf den Zettel und findet oben rechts ein Datum und die Uhrzeit, wann er geschrieben worden ist. Vormittags. Jetzt ist 19 Uhr. Laut meiner Kenntnis ist das ab sofort, unverzüglich. Und also, was, jetzt? Alle rennen raus. Schabowski sitzt da, lief doch ganz gut, oder? Okay. Pass auf. Geht noch weiter. Riccardo Ehrmann verlässt die Pressekonferenz, rennt raus in sein Büro auf die Friedrichstraße, ruft seinen Chef in Rom an, sagt, Junge, die Mauer ist offen. Und der Chef in Rom sagt, sag mal, bist du besoffen?
Szenenwechsel. Bornholmer Straße an der sogenannten Bösen Brücke. Die ist nicht böse, die heißt nur so. Ne? Auf der einen Seite ist Prenzlauer Berg Ost-Berlin, auf der anderen Seite ist Wedding West-Berlin. Wedding ist so, wenn du da nicht morgens in eine Spritze trittst, hat der Tag nicht angefangen. Ne? Damit der Harald Junge kommt daher. Und an der Grenzübergangsstelle sind 20 Grenzsoldaten, ein befehlshabender Offizier und die wissen von nichts. Ne? Stehen da, rauchen eine Schuppidu, was damals so Grenzer gemacht haben. Ne? Und plötzlich kommen von Ostseite ungefähr 5000 Leute an die Laufen mit Papieren in der Hand und sagen, wir wollen rüber, gerade im Fernsehen gesehen. Und die Soldaten so, Mauer schon vergessen? Von Westseite kommen ungefähr 50 angesoffene Weddinger an die Laufen. Die so, kommt doch rüber, ole, ole, ole. Die Soldaten werden echt nervös, ne? Gucken auf die Pistole, 10 Kugeln, 5000 Leute. Es wird ein bisschen knapp. Der Befehlshaber-Offizier rennt in den Checkpoint rein, versucht noch jemanden anzurufen, erreicht das Büro von Schabowski. Seine persönliche Sekretärin geht ans Telefon und sagt, tut mir leid, Herr Schabowski ist auf Weg nach Dresden in die Semperoper. Bing! Könnt ihr euch vorstellen, dass der Typ nach der Pressekonferenz die Eier hatte, in ein Auto zu steigen und sich 2-3 Stunden lang nach Dresden fahren zu lassen, um sich das Ende von der Oper reinzuziehen? Das ist wie, ich zünd dir das Zelt an, stehe vor dem brennenden Ding und sag, oh, ich hab noch Massage. Wer macht sowas? Kurze Zeit später stehen junge Offiziere, 18, 19 Jahre alt, am Brandenburger Tor mit dem Rücken zum Brandenburger Tor, gucken unter den Linden entlang, ne? Erwarten jetzt so einen marodierenden Mob von blutüberströmten Ossis, die da mit Missgaben bewaffnet ankommen. Die jungen Offiziere haben viel zu große Uniformen, haben die Maschinengewehre im Anschlag und die Arme ineinander gehakt. Da kann man nicht viel machen, außer irisch tanzen. Stehen dann da und jetzt klettern aber Westberliner auf die Mauer rauf und kommen in den Osten rein. Und die Soldaten stehen da so, hä? Seid ihr bescheuert? Wir erwarten das von der anderen Seite. Holen so einen Wasserschlauch, Alter, wieder zurück. An der Bornholmer Straße ist inzwischen absolutes Chaos. 20.000 Leute sind auf Ostseite. 150 rotzbesoffene Weddinger auf Westseite. Na, lass doch zu, die Scheiße. Soldaten wissen nicht, was er machen soll. Der Befehlshaber-Offizier findet noch eine Lösung, rennt in den Checkpoint rein. Und da gab es in allen 11 Grenzübergangsstellen rund um West-Berlin ein kleines graues Ringblockbuch für Notsituationen. Und da steht Originalzitat drin. Wenn sich eine größere Anzahl von Menschen versammelt, die aggressiv die Grenze passieren wollen, soll man die zwei, die am lautesten schreien, durchlassen, damit sich der Rest beruhigt. Kommt der befehlshabende Offizier mit seinem geschulten Ohr, da stehen 20.000 Menschen. Aha, du und du. Ne? Mal auf, die gehen durch, sagen, danke, ich bin frei. Und die anderen 19.998 sagen sich so, oh, schade. Ihr kennt alle die Bilder, Mitternacht rum und so weiter, sagen die dann irgendwann, wir fluten jetzt. Ne? Befehlshabender Offizier gibt den Befehl durch, wir fluten. Ne? Macht dann auf, sagt, nicht alle auf einmal, futum. Ne? Und Leute rennen rüber und schreien Wahnsinn und freuen sich wie Bolle. Was für ein Moment, Gänsehaut, Tauben fliegen in die Luft. Ne? Aber die meisten Ostberliner, die rübergerannt sind, waren eine Stunde später wieder zurück, auch in Ostberlin. Weil das Erste, was sie vom Westen gesehen haben, war halt der Wedding. Oh, mach das wieder zu. Mach das ein bisschen höher, ich will das Elend nicht nochmal sehen. Erste friedliche, erfolgreiche Revolution auf deutschem Boden überhaupt. Vielen Dank.